Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen zum Workshop Bewusstes und kreatives Altern mit dem Schwerpunkt Alt werden tut heutzutage fast jeder, aber die wenigsten innovativ. Mein Name ist Josef Psychotikus und ich bin hier Seminarleiter, Trainer und Coach. Wir werden es in den nächsten Stunden, Tagen, vielleicht sogar das ganze Leben, gemeinsam auseinandersetzen mit jener Altersperiode, die im wissenschaftlichen Sinne als die prägeriatrische Phase zählt. Keine Schauber. In der Alterszeit von 20 bis zum 60. Lebensjahr. Ja, zu dieser Gruppe werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen gehören, die müssen nicht aufzeigen. Diese Gruppe wird neuerdings auch als die Best Agers bezeichnet. Wir werden uns am Rande beschäftigen mit der geriatrischen Phase. Also der Zeit von 60 bis zum 80. Lebensjahr. Fangen wir da rein. Die müssen nicht aufzeigen. Diese Gruppe wird auch neuerdings als die jungen Alten bezeichnet. Und nur wenn wirklich ein Bedürfnis von Ihnen besteht, dann werden wir uns auch mit der senilen bzw. postsenilen Phase auseinandersetzen. Also Zeitraum von 80 bis zum Ableben. Können und wollen nicht mehr aufzeigen. Diese Gruppe wird neuerdings auch als die hochbedarfte und auch als die Generation von Johannes Hesses bezeichnet. Zusammengefasst beschäftigen wir uns heute Abend mit der Kognition, Kreation und Konstruktion von Lebenswelten innerhalb der Geriatrie und Gerontologie. Doch zunächst ein paar organisatorische Dinge. Ich habe vorhin mitbekommen, dass bei der Platzauswahl einige